Grüß Gott und herzlich willkommen bei Katholisch 1 TV. Wir werfen gleich mal einen Blick auf unsere Themen heute. Demo gegen Rechts in Augsburg. Auch viele Katholiken waren mit dabei. Ein Heiliger für Leib und Seele. Thomas von Aquin ist der Patron der Studierenden. Und ein Heiliger für die Jugend, das Don Bosco-Fest in Benediktbeuern. Immer mehr Menschen gehen in Deutschland auf die Straße, um ein Zeichen zu setzen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war ein Treffen radikaler Rechter Ende November. Auch einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU sollen in Potsdam daran teilgenommen haben. Zur Demo gegen Rechts am Samstag auf dem Augsburger Rathausplatz hatten nun auch zahlreiche kirchliche Verbände aus dem Bistum aufgerufen. Es bewegt sich etwas. Auf den Straßen und in den Köpfen. Und es werden immer mehr, auch in Augsburg. Der Rathausplatz war am Samstagnachmittag voll, auch die Straßen drumherum. Über 25.000 Teilnehmer sollen es laut Veranstalter dem Bündnis für Menschenwürde gewesen sein. Die größte Demo in Augsburg seit Jahrzehnten. Doch es ist nicht nur die Zahl, die beeindruckt, sondern jeder einzelne Teilnehmer. Sie alle sind unterschiedlich. Ein Spiegel der Stadtgesellschaft, vereint gegen Rechtsextremismus in unserem Land. Jeder, egal ob Kind oder Greis, Mann oder Frau, queer oder hetero. Ausnahmslos jeder Mensch ist hier auf dieser Welt zu Hause und hat das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Mit diesen Worten warb Bischof Bertram Mayer an diesem Tag für eine bunte Gesellschaft. Bereits im Vorfeld hatte das Bistum zur Kundgebung aufgerufen. Ich war ja beim Weltjugendtag in Lissabon im Sommer, im August. Und da ist mir noch in Erinnerung ein Satz aus der Predigt des Papstes, der gesagt hat, die Kirche ist offen para todos, hat er dreimal wiederholt, für alle. Und deshalb wollte ich auch diese Botschaft heute mitnehmen, auch die Kirche, das Evangelium ist offen für alle. Natürlich gibt es Leute, die jetzt hundertprozentig christlich-katholisch sind. Aber das Angebot des Evangeliums gilt allen Menschen guten Willens. Und das wollte ich zum Ausdruck bringen. Es gab nicht nur einen Gänsehaut-Moment an diesem Tag. Nicht nur einmal mahnende, aber auch mutmachende Worte. Wir alle sind Augsburg. Und immer wieder Schilder, die trotz des Humors nichts Leichtes haben. Auch viele katholische Verbände wollten gesehen werden, wollten sich positionieren, sich stark machen für mehr Vielfalt und Toleranz und gegen rechtsextreme Tendenzen in unserer Gesellschaft. Gerade konservativen Katholiken wird oftmals eine Nähe zur AfD nachgesagt. Es darf sich nie wiederholen, dass es Extremismus gibt, dass es nur eine Meinung gibt, dass es keine Meinungsfreiheit mehr gibt und dass Menschen so behandelt werden, als ob sie nichts wert wären. Die Jugendverbände, die sich im BDK oder das Dachverband ein, sind seit jeher Demokratieschulen. Dort wird Demokratie gelebt, auf allen Ebenen, die es gibt. Es werden Vorstandsämter gewählt, auch in den Ehrenamtlichen, also unter denen. Und von daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, einfach hier zu sein, sich für die Demokratie einzusetzen. Migration gehört einfach dazu, es wird immer Migration geben und ich glaube, wenn wir dagegen sind, halten wir uns mit Sachen auf, die wir nicht ändern können. Es gibt ganz andere Probleme, die anzugehen sind und die liegen nicht notwendigerweise bei Migranten und Migrantinnen. Es geht darum, dass man Paragraph 1 oder Artikel 1 des Grundgesetzes wieder in Erinnerung ruft. Und das kommt ja eigentlich aus dem Christentum, die Würde des Menschen, weil wir daran glauben, dass Gott uns Menschen geschaffen hat und jeder in seiner Würde gleich ist, egal woher er kommt, wo er wohnt und was er tut. Wir müssen ganz klar Profil zeigen, sowohl im kirchlichen Bereich als auch im gesellschaftlichen Bereich. Wir müssen aufrufen, dass es einen Stopp gibt, wo der Rechtspopulismus nicht gesellschaftsfähig weiterhin wird. Demokratie heißt nicht, bei allen Themen einer Meinung sein zu müssen. Doch eines ist auch in einer Demokratie nicht diskutabel: die Würde des Menschen. Darin waren sich bei der Großkundgebung an diesem Samstagnachmittag auf dem Augsburger Rathausplatz alle einig. Und nur dann kann es ein Nie wieder, wirklich nie wieder geben.
Jedes Jahr feiert die katholische Hochschulgemeinde ihren Patron Thomas von Aquin mit einem Fest. Das hätte dem heiligen Thomas sicherlich gefallen, denn seine Leibesfülle war doch recht beträchtlich, wie wir gleich im Beitrag auch noch hören werden. Ein großer Denker war er trotzdem, einer, der sein Leben lang versuchte, eine Brücke zwischen Wissenschaft und Glaube zu schlagen. Fast genau vor 750 Jahren, am 7. März 1274, ist er gestorben. Seine Gedanken sind auch heute noch bedenkenswert. Das Thomas von Aquin-Fest der katholischen Hochschulgemeinde hatte, so wie es Tradition ist, mit einem Gottesdienst angefangen, musikalisch eindrucksvoll umrahmt vom Kammerchor der Universität Augsburg unter der Leitung von Andreas Becker. Als Festprediger war in diesem Jahr Weihbischof Anton Losinger in die Pfarrkirche zum Guten Hirten gekommen. Der Weihbischof hat zwei Studiengänge absolviert, neben Theologie noch Volkswirtschaft, und bewegt sich selbst oft zwischen den Welten der Wissenschaft und des Glaubens. Der Impuls, den Thomas gibt, ist ganz entscheidend für eine moderne Wissenschaftswelt, die in eine Dimension der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz geht, die von vielem vieles weiß, aber von wenigem den Grund und das Ziel. Thomas von Aquin hat in seiner Summa das zum Ausdruck gebracht, dass wir das Ganze erobern müssen. Menschen müssen ergreifen, was der Grund, der Zusammenhang der Dinge ist, damit sie ihr Leben gestalten können und notfalls auch ertragen. Thomas von Aquin lebte im 13. Jahrhundert, ein Kind des Mittelalters, betrachtet man sein Frauenbild, aber doch auch modern anmutend im Hinblick auf Wissenschaft und Glaube. Wissen ist das eine, aber wie steht dieses Wissen in Bezug mit Gott? Wie steht das, was ich in Büchern lesen kann, was ich irgendwo mir aneigne? Immer wieder auch mit der Frage meines Lebens in Zusammenhang. Wozu bin ich da? Was ist eigentlich der Sinn von all dem? Und es ist eben nicht einfach nur ein gedrucktes Wissen, sondern es hat irgendwie was damit zu tun, dass ich mein Leben dann auch entsprechend gestalten kann, dass ich einen Ruf habe, auf den ich antworten kann. Und auch dieses Wissen einfach wieder zeigt, wie groß Gott ist und welche Facetten da immer zu entdecken sind auf unserer Welt. Wissenschaft und Glaube, aber auch Leib und Seele. Das waren große Themen im Leben von Thomas von Aquin. Die katholische Hochschulgemeinde feiert daher jedes Jahr ein richtiges Fest in seinem Namen. Mit Gottesdienst und gutem Essen. Das ist ja grundsätzlich immer gute katholische Tradition, dass einfach das Wohl für die Seele, genauso eben auch mit der Nahrung für den Leib immer wieder zusammenkommt. Und für die Studenten, glaube ich, ist es auch ein ganz wichtiges Zeichen einfach auch zu setzen, dass wir nicht einfach nur im Geistigen bleiben, sondern dass das Leibliche auch mit dazu gehört, das Miteinander, die Gemeinsamkeit und Gemeinschaft und das Feiern erst recht. Und das wäre auch im Sinne von Thomas von Aquin, der ja Leib und Seele doch sehr mochte, beides. Auf jeden Fall. Und wenn man ihn so auf die Gemälde sieht, war er sicherlich guter Nahrung und gutem Essen nicht abgetan. Es heißt ja sogar, dass man den Tisch für ihn hat aussägen müssen, dass er dann Platz gefunden hat gegen Ende seines Lebens. Also von daher gehört es wesentlich mit dazu. Und ohne was Gutes zum Essen lässt sich es auch schwer studieren und über theologische Fragen nachdenken. Ein leerer Bauch studiert nicht gern. Und gerade am Ende des Semesters haben sich die Studentinnen und Studenten das Feiern auch verdient. Das Thomas von Aquin-Fest ist Tradition und so manch einer kommt jedes Jahr hierher. Für mich ist es sehr schön zu erleben, dass in der heutigen Zeit an einer Universität, an einer staatlichen Universität, so ein Gottesdienst so viele Menschen zusammenführt. Und das ist ein sehr ermutigendes Zeichen. Und ich war eigentlich immer da, also ich kann mich nicht erinnern, dass einmal ein Fest gewesen wäre, wo ich nicht Zeit gehabt hätte. Auch Gerda Riedel, die im Bistum für die Hauptabteilung Hochschule, Glaube und Lehre verantwortlich zeichnet, ist ein gern gesehener Gast. Sie hat vor einigen Jahren Thomas von Aquin mal als spannende Persönlichkeit bezeichnet und steht zu dieser Aussage. Ich würde immer noch sagen, dass er eine spannende Persönlichkeit ist und natürlich auch in einer sehr spannenden Zeit gelebt hat, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stand wie unsere. Ihm ist es nicht gelungen, auf alle Fragen eine Antwort zu geben.
aber er hat sich mehr als redlich darum bemüht und ich denke, das sollten wir auch. Die Studentinnen und Studenten feiern ihren Patron gerne. Immerhin folgen doch irgendwie alle seinen Spuren auf ihrem Weg zwischen Wissenschaft und Glaube. Und wahrscheinlich ist für einige von ihnen der Gedanke tröstlich, dass Thomas von Aquin viele seiner Werke nicht fertig bekommen hat und trotzdem bis heute als großer Denker in Erinnerung bleibt. In Erinnerung an den italienischen Heiligen Johannes Bosco haben die Salesianer Don Boscos im Kloster Benedikt Beuern in dieser Woche ihren Ordensgründer gefeiert, wie eigentlich jedes Jahr. Doch nach dem verheerenden Sturm im vergangenen Sommer ist nichts mehr, wie es vorher war. Und dennoch gibt es Optimismus im Kloster Benedikt Beuern. Das haben all die Mitbrüder, geladenen Freunde und Wegbegleiter spüren können. Unter den Gästen war in diesem Jahr auch Bischof Bertram Mayer, der nicht nur mitfeiern, sondern sich vor Ort auch ein Bild der Lage machen wollte. Ein erster Blick genügt. Im Kloster Benedikt Beuern herrscht immer noch Ausnahmezustand. Auch knapp ein halbes Jahr, nachdem ein verheerendes Hagelunwetter durch den Ort gezogen ist und die gesamte Anlage stark beschädigt hat, sind die Spuren der Katastrophe noch deutlich zu sehen. Das Klosterareal gleicht einer Baustelle. Die Basilika kann nicht genutzt werden. Der Gottesdienst mit Bischof Bertram Mayer anlässlich des jährlichen Don Bosco-Festes fand deshalb auch in einer Turnhalle der katholischen Stiftungshochschule statt. Fußballtore statt Wessobrunner Stuck. Im Mittelpunkt der heilige Johannes Bosco, katholischer Priester, Träumer des 19. Jahrhunderts. Die jungen Menschen stets im Blick. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir auf das Kloster Benedikt Beuern mit allem, was dazugehört, als geistliches Zentrum zählen. Deshalb glaube ich, ist es gut, dass ich wieder mal in Benedikt Beuern bin, aber das ist vielleicht jetzt ein schöner Anlass. Aber auf der anderen Seite kann ich nur sagen, Don Bosco hätte sich wahrscheinlich sogar in dieser Turnhalle sehr wohl gefühlt, denn er war ein unkonventioneller Priester. Für ihn ging es bei dem Kirche sein nicht so sehr um eine Immobilie, sondern um die Gemeinschaft von lebendigen und jungen Steinen. Dafür hat er sich eingesetzt. Und auch das ist ein Zeichen, wie wir heute, von welchem Ambiente wir heute dieses Don Bosco-Fest feiern. Es war der 26. August 2023. An diesem Tag brauchte es nur wenige Minuten, um hier wie in vielen anderen Orten Bayerns eine Spur der Verwüstung zu hinterlassen. Wind und Hagel schlugen Scheiben ein. Das unerwartet heftige Unwetter versetzte die Anwohner in einen Schockzustand. Kaum ein Gebäudeteil der oberbayerischen Klosteranlage ist verschont geblieben. Die Videos erschrecken, auch heute noch. Bei einem Rundgang durch die Klosteranlage machte sich Bischof Bertram Mayer deshalb selbst ein Bild der Lage. So ist die Basilika noch eingerüstet. Die zerstörten Fenster wiederum wurden bereits ausgetauscht. 3000 Einzelfenster verteilt über die ganze Anlage. Momentan befinden wir uns immer noch in der Notmaßnahme, sprich wir sind dabei, immer noch die Dächer weitestgehend neu einzudecken, zu richten und parallel dazu laufen derzeit die Planungsarbeiten. Wir sind ja leider Gottes in vielen Bereichen unserer Jugendarbeit gezwungen worden, Nutzungsbereiche einzustellen. Uns fehlen dringend auch die Räume, die durch den Hagelschaden Schaden genommen haben. Da laufen die Planungsarbeiten parallel und wir hoffen natürlich jetzt, sobald wir auch wieder Wettersicherheit haben, dass wir die Baustelle wieder forcieren können und die Innenarbeiten auch beginnen können. Probleme bereiteten vor allem die großen Wassermassen, die in den Tagen nach der Katastrophe durch die zerstörten Dächer eindrangen und dort Zwischenwände und Balken schädigten und für Schimmel sorgten. Hier musste schnell gehandelt werden. Und es wurde schnell gehandelt. Vom ersten Tag an standen viele helfende Hände parat und packten tatkräftig mit an. Auch die Handwerker können nach dem Winter wieder auf dem Dach arbeiten. Es gibt also auch Lichtblicke. Miteinander werden wir hier weiterkommen. Und das zeigen uns einfach die letzten Monate. Und da sind wir dankbar dafür, für jeden, der da mitzieht, der uns unterstützt. Sei es mental, sei es finanziell, sei es durch seine Beziehungen, die er hat. Der Ort lohnt sich. Und vor allem, wenn man dann zwischendurch hört von manchen Leuten, die uns immer wieder anrufen. Oder jetzt auf Weihnachten, wie sie uns geschrieben haben. Oder nach Weihnachten. Wir denken an euch, wir hoffen für euch und mit euch und wir werden auch wieder vorbeikommen, weil sie diesen Ort lieben. Und genau das brachte das Don Bosco-Fest an diesem Tag auch zum Ausdruck.
Die Menschen sind sehr zahlreich gekommen, weil sie diesen Ort hier lieben, weil sie hinter der Arbeit im Kloster Benediktbeuern stehen und auch in Zukunft ein Teil davon sein möchten. Sie halten zusammen, auch in diesen schweren Zeiten. Und was in dieser Woche sonst noch wichtig war, sehen Sie jetzt. Hier sind unsere Kurznachrichten. Bischof Bertram Mayer bittet die Katholiken im Bistum um Mithilfe und darum, sich als Weggefährten im Glauben auszutauschen. Vor der zweiten Generalversammlung der Bischofssynode in Rom im Oktober sind Gruppen, Verbände, Familien und Freundeskreise dazu aufgerufen, sich erneut am synodalen Prozess der Weltkirche zu beteiligen. Im bischöflichen Seelsorgeamt werden die Rückmeldungen bis zum 15. März gesammelt. Die speziellen Fragen, zu denen man sich äußern kann, finden Sie auf bistum-augsburg.de. Am Freitag hat die katholische Kirche das Fest Darstellung des Herrn gefeiert, auch bekannt als Marie-Lichtmess, weil an diesem Tag traditionell die Kerzen für den kirchlichen Jahresbedarf geweiht werden. Bis zur Liturgiereform 1970 war Marie-Lichtmess das Ende der Weihnachtszeit. In vielen Kirchen stehen daher die Christbäume bis zu diesem Tag. Die offizielle Bezeichnung Darstellung des Herrn geht auf das Lukas-Evangelium zurück. Dort heißt es, dass Maria und Josef ihr Neugeborenes 40 Tage nach der Geburt in den Tempel gebracht haben. Der Prophet Simeon und die Greise Hanna erkannten in Jesus sofort den Erlöser, das Licht der Welt. Daher auch die starke Lichtsymbolik. Seit 1997 wird an Marie-Lichtmess zusätzlich der Tag des geweihten Lebens begangen. Eingeführt hat ihn Papst Johannes Paul II., um die Wertschätzung von Orden und anderen Gemeinschaften geistlichen Lebens zu fördern. Im Augsburger Stadtteil Kriegshaber ist eine kleine Ära zu Ende gegangen. Nach 26 Jahren endete nun der sogenannte Treffpunkt Thaddäus. In einer Wohnung mitten im Viertel Centerville Nord, hier Bilder aus einem Bericht bei Katholisch 1 TV, leisteten Haupt- und Ehrenamtliche der Pfarrei in all den Jahren soziale und bürgerschaftliche Arbeit für die vielen Bewohner, die nach dem Abzug der US-Amerikaner dorthin gezogen waren. Die Wohnung in der Karl-Schurz-Straße war ein Anlaufpunkt, insbesondere für Familien. Die Bevölkerung in Kriegshaber ist in den letzten Jahrzehnten von 13.000 auf 21.000 gewachsen. Rat und Hilfe bekommen die Bewohner künftig im neuen und deutlich größeren Nachbarschaftszentrum Kriegshaber in der Ulmer Straße. Es ist in der Trägerschaft der Kirchenstiftung St. Thaddäus mit dem Leiter Pfarrer Gerhard Groll. Die Eröffnung findet am 26. April statt. Krapfen essen für einen guten Zweck, das ist am Faschingsdienstag wieder im Holzweg 55 vor der Backstube Backzeit in Augsburg möglich. Dort backt Hospizbegleiter und Konditormeister Lothar Rother seit vielen Jahren Krapfen. Der Erlös geht zu 100% an das St. Vinzenz Hospiz des Bistums Augsburg. Erstmals können in diesem Jahr auch Krapfen vorbestellt und geliefert werden, ab 100 Krapfen kostenfrei. Die Bestellung sollte jedoch bis zum 9. Februar eingehen. Die Benefiz-Krapfen-Aktion findet am Faschingsdienstag von 8 bis 17 Uhr statt. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es jetzt weiter mit einem Bericht über die wunderschöne Blasiuskirche in Kaufbeuren und wir waren in den Ulrichswerkstätten in Augsburg unterwegs. Der heilige Blasius ist ein vielseitiger Heiliger. Als Schutzpatron können ihn Gläubige bei Krankheiten genauso anrufen wie bei Fake News. Doch über sein Leben ist nur wenig bekannt. Er soll um 300 im armenischen Sebaste gelebt haben, als Arzt, dann auch als Bischof. Bischof mit dem erbarmenden Herzen, so wurde er genannt. Für seinen Glauben musste er schließlich sterben. Jedes Jahr am 3. Februar wird der Gedenktag des Heiligen gefeiert und mit den gekreuzten Kerzen der traditionelle Blasius-Segen gespendet. Hier Bilder aus Biberbach. Der Segen wird grundsätzlich jedem Einzelnen gespendet, weil es gerade um diese persönliche Zusage der Nähe Gottes geht. Außerdem soll er gegen Halskrankheiten helfen. Und dann haben wir noch eine Kirche hoch über Kaufbeuren entdeckt, die einen regelrecht an die Hand nimmt, um den heiligen Blasius noch näher kennenzulernen. Kaufbeuren und Crescentia. Crescentia und Kaufbeuren, das gehört zusammen. Wir machen uns heute jedoch auf die Suche nach einem ganz anderen Heiligen.
hoch über den Dächern der Stadt. Pfarrer Bernhard Waldner führt uns Stufe für Stufe nach oben, zu den alten Mauern, geradewegs zur Kirche des heiligen Blasius. Besonders groß ist sie nicht, die Blasiuskirche von Kaufbeuren. Doch wer etwas über den Heiligen erfahren möchte, der ist hier richtig. Er muss ein Tierfreund gewesen sein. Das lässt der Bildteppich aus dem 16. Jahrhundert vermuten. Bis heute ist er Schutzpatron der Tiere. Er hilft aber auch bei Halsschmerzen oder gegen unpassendes Wort. Vor allem aber war der heilige Blasius ein Freund der Menschen. Der heilige Blasius ist vielen Menschen begegnet, die irgendwie eine Not hatten. Und die Menschen haben gespürt, dass das ein besonderer Mensch ist, dieser Blasius, und sind deshalb wohl auch zu ihm gekommen, um ihm um Hilfe zu bitten. Und da verbinden sich jetzt ganz viele Geschichten, wo Menschen das erfahren haben. Zum Beispiel jetzt der Junge mit der Fischgräte, die er verschluckt hat. Oder wie der Blasius geholfen hat, dass ein Schwein wieder zurückgebracht werden konnte. Also viele Geschichten, es waren konkrete Nöte da und er hat was ausgestrahlt, wo Menschen gespürt haben, jawohl, dieser Mann, der hat irgendwie eine besondere Kraft und zu dem gehen wir. So wird er meist dargestellt, der einstige Bischof von Sebaste. An der Kerze ist er gut zu erkennen. Doch weitaus farbenfroher sind die Bildzyklen darüber. Sie beschreiben seine Wundertaten bis ins kleinste Detail. Hier ist auch das Fischgrätenwunder dargestellt. Im letzten Moment rettete Blasius ein Kind vor dem Ersticken. Die gotischen Gemäldezyklen ringsum sind so einzigartig wie wertvoll. Sie sind nicht nur dem heiligen Blasius, sondern auch anderen Heiligen gewidmet. Wir entdecken den heiligen Ulrich von Augsburg. Es sind Darstellungen darunter, die weniger verbreitet sind und wieder ganz neue Facetten des Bistumspatrons zeigen. Im ersten Moment mögen einen diese bilderreichen Geschichten vielleicht überfordern. Erst mit etwas Muße geben sie nach und nach auch ein Gefühl dafür, wer der heilige Blasius war und warum er bis heute verehrt wird. Die Bilder führen in direkte Lebenswirklichkeiten hinein, erzählen eine Situation, erzählen eine Begebenheit, erzählen Details dazu. Das heißt, man taucht eigentlich mit diesen Bildern ein in Lebenslinien, in Lebensstationen von diesen Heiligen und erfährt über die Bilder noch ganz vieles, was da jeweils mit dabei war, mitgeschwungen hat, mitgeklungen hat. Also es sind ganz viele Details, die ja Lebenswirklichkeiten auch mit ausmachen, die die Bilder mit einfangen und erzählen. Die Bilder werden eigentlich zu sprechenden Bildern mitten aus dem Leben raus, mit der Vielfalt an Aspekten, die da jeweils mitschwingt. Eine andere Zeit, eine andere Darstellungsweise und ein anderer Künstler. Der kostbare spätgotische Flügelaltar von Jörg Lederer zeigt den Kirchenpatron in der Mitte. Als Attribut hält er wieder die gedrehte Kerze in der Hand, mit der heute der Blasius-Segen gespendet wird. Sein Blick geht zu Jesus im Altarraum. Das Kruzifix hängt an einem Astkreuz, am Baum des Lebens. Sterben und die Symbolik der Auferstehung in einer Darstellung. In die offene Seitenwunde haben Gläubige einst Zettel mit ihren Bitten gelegt. Ich glaube, der heilige Blasius weiß durch sein Wirken letztendlich auf das Wirken Gottes hin. Das heißt, wenn ich heute eine Not habe, wenn mich was beschäftigt, wo ich Hilfe brauche, Unterstützung brauche, darf ich wissen, Gott hat für mich immer eine offene Türe. Ich kann mit meiner ganzen Not ehrlich zu ihm kommen, kann ihm das anvertrauen, kann mit ihm sprechen. Das heißt, eigentlich ist der heilige Blasius eigentlich ein lebendiger Fingerzeig auf das Wirken Gottes hin. Erstmals wurde die Blasiuskirche in Kaufbeuren im Jahr 1319 erwähnt. Der heutige Bau geht auf das 15. Jahrhundert zurück. Und genauso wie sie sich im Inneren von vielen anderen Gotteshäusern unterscheidet,
ist sie auch von außen überaus markant. Vor allem ihr fünfgeschossiger, mächtiger Wehrturm ist nicht zu übersehen. Die Ulrichs-Werkstätten in Augsburg sind eine Einrichtung der CAB Caritas. Sie bieten ganz verschiedene Arbeitsplätze für etwa 1500 Menschen mit Behinderung. Da gibt es eine Gärtnerei, Montagehallen, einen Industriepark, aber auch eine Theaterwerkstatt und mehrere Cafés. Für unsere Sendereihe Einblick haben wir uns in den Ulrichs-Werkstätten umgeschaut. Hier schon mal ein kurzer Einblick. Wie wichtig ist Arbeit für einen Menschen? Bedeutet sie für jeden dasselbe? Wahrscheinlich nicht. Gibt es wertvolle Arbeit und weniger wertvolle? Vielleicht. Aber wovon hängt das ab? Denn jeder Mensch ist für sich wertvoll, hat einen Wert an sich. Ist das auch so im Alltag, bei der Arbeit? Während ich das schreibe, sitze ich im Capresso, einem Café der Ulrichs-Werkstätten Augsburg. Die wiederum wird von der CAB Caritas betrieben. Es ist eigentlich alles ganz normal hier, nur die Angestellten machen den Unterschied. Hier arbeiten 26 Menschen, 16 von ihnen haben eine Behinderung. Ich spreche im Capresso mit den Menschen, die das Café am Laufen halten. Sie vermitteln mir jeder für sich einen Eindruck, warum sie hier arbeiten. Das nehme ich anschließend mit zum E-Park, dem Industriepark, in dem die Ulrichs-Werkstätten seit 2020 produzieren. Und auch hier versuche ich mir ein Bild davon zu machen, wie wichtig Arbeit eigentlich ist, mit allem, was dazugehört. Der stellvertretende Einrichtungsleiter Markus Hörmann bringt die Arbeitsweise der Ulrichs-Werkstätten, wie ich finde, dann ziemlich gut auf den Punkt. Man muss die Menschen so abholen, wie sie eben sind, mit ihren Fähigkeiten und mit ihren Einschränkungen eben. Und das ist eben vor allem Aufgabe der Gruppenleitungen, die Menschen dann so einzusetzen und so zu begleiten, dass sie jeden Tag gut ihre Arbeit machen können. Für unsere Sendung Einblick besuchen wir noch ein paar Werkstätten, die ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche anbieten und in denen verschiedene Anforderungen der Arbeitswelt erfüllt werden müssen. Dabei treffen wir auf interessante Menschen, die alle etwas miteinander verbindet. Sie machen ihre Arbeit mit großer Freude. Das war's auch schon wieder von uns für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen allen jetzt noch einen schönen Abend und eine gute Woche. Bis bald. Auf Wiedersehen.